Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Seven Days to Die mit dem Markus Hallo. und mir, dem Kevin. Jawohl, das ist die Wenn nette ihr... Dame hier. Hey. Was hast du überhaupt für einen geilen Haarschnitt? Wenn ihr euch wundert, warum wir schon an Tag 2 sind, wir haben knapp 2 Stunden gebraucht, um uns zu finden. Deswegen sind unsere Leben leider auch auf 60 runter. Jo, also sterben können wir in dem Spiel schon. Haben wir lang genug geübt? Oh, your skill in Athletics is now level 4. Schön. Also man merkt, vollkommene Noobs in dem Spiel, aber ja. Also Wird lustig. zumindest ich, ich habe zumindest jetzt immerhin schon mal gut 3 Stunden in dem Spiel verbracht, auch nur mit Suchen. Aber gut, werden wir hinkriegen. Mit Sicherheit. Denke ich auch so. So, ich würde sagen, wir laufen einfach mal den Weg lang und hoffen auf eine Straße. Jo, also vielleicht mal an den Zuschauer die Info, was tun wir jetzt überhaupt? Erster Step ist für uns jetzt mal, wenn man auf die Uhrzeit schaut, 13:33 Uhr, 34, 35, dass wir erstmal eine Haus Unterkunft finden finden, ganz genau. für die Nacht. Für die Nacht, das ist jetzt erstmal Priorität absolut. Dass wir die Nacht auch überleben. Wir möchten etwas länger leben als in der Zeit. Wo bist du jetzt hin? Hä? Bin wieder Ah. runtergerannt zur Straße. Du bist runtergerannt zur Straße. Ach, da vorne. Priorität ist erstmal jetzt eine Unterkunft zu finden. Dass wir auch die Nacht überleben. Denn wer sich ein bisschen mit dem Game schon befasst hat, der weiß, dass in der Nacht, in der Zeit von 22 bis 4 Uhr, die Zombies dann doch recht angriffslustig sind. Und nicht ganz so einfach zu überleben sind. Zu überleben sind. Interessantes Deutsch. Haben wir oft genug getestet? Ausgiebig. Nicht unbedingt freiwillig. Aber gut. Ja, wir sind hier auf einem kleinen Privatserver oder kleineren privaten Server, den uns die Jungs von Kevin. Vom MGC. Das ist. Das MGC-Forum ist verlinkt unter der Beschreibung. Genau, findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Also vielen Dank an die Jungs dafür, für die Unterstützung, dass ihr uns den Server zur Verfügung stellt. Ist dann doch ein bisschen schöner oder einfacher, als wenn man dann auf einem vollkommen öffentlichen Server spielt. So, wo ist die Straße, mein Junge? Ich sehe ein Auto. Das ist schön. Könnte Straße. Ah, aber hast du denn vorhin noch was gesagt? Also muss man dazu sagen, Kevin hat sich da schon mal in der Umgebung ein bisschen umgeschaut. Und da war irgendwo ein Bär. Während wir hier einen Zombie haben, den Ja, lassen wir mal einfach links schnell liegen. vorbei. Genau, ganz So, schnell. wir haben eine Straße gefunden. Juhu. Die uns grundsätzlich erstmal nicht weiterhilft. So, ich würde sagen, zu den einzelnen Punkten, was Crafting und was wir hier alles sammeln betrifft, gehen wir später noch ein bisschen ein. In der Nacht am besten. Genau, da ist genug Zeit dafür. Ich mache mich mal schnell auf den Weg in Richtung diesem Auto. Ich nehme derzeit den Müll mit. Hier, genau. Ich hoffe, der Und noch ein Zombie lässt bisschen mich auch in Stoff. Ruhe. Oh, was haben wir denn da? Hoffmos. Was sind das hier? Chainsaw Parts. Okay. Gut, ach, der läuft hier hinterher. Na, dann ist okay. Da vorne haben wir noch Danke. einen. Jo, dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, einfach durch. Ganz, ganz flink. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch mal so einen Weg finden, der Der. uns vielleicht zum Haus führt. Bestenfalls natürlich ein Bunker. Ist ja seit der Alpha 13 drinne. Wobei ich sag mal, Bunker jetzt erstmal so zum Beginn nicht zwingend notwendig wäre, wäre natürlich ein Traum. Oh, Painkillers. Definitiv. Ich denke mal auch, dass das ein Traum bleiben wird. Wer weiß. Ich denke ja. So, da haben wir nochmal Duct Tape und was sind das hier? Coffee Beans.
Sehr schön, kann man anbauen. Gibt's einen netten Kaffee? Ja, bringt gut Stamina Buff, also dass er nicht so schnell runtergeht. Okay. Also könnte man dann später, wenn man ein Feld hat, zum Anbauen nehmen. Oh, da vorne ist ein Häuschen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Das könnte interessant sein. Zumindest für den Anfang. Das könnte ein Bunkerhaus sein, tatsächlich. Oder Stadt ist auf jeden Fall in der Oh Nähe. ja, da kommen noch mehr Häuser, die ploppen hier so langsam auf. Das ist das, was ich schon gemerkt habe, dass da in dem Spiel doch sehr häufig im Hintergrund noch die Texturen erst aufploppen. Ich weiß nicht, ob das am Server liegt oder am Spiel selbst. Bunkerhaus. Okay, nur wenn wir ein Problem haben, denke ich, mit der Zeit, den zu öffnen. Nicht unbedingt. Wenn wir zu zweit drauf einschlagen, geht Könnten wir das? es echt schaffen. Okay, Das dann. Ding ist halt, das ist die Tür jetzt hier. Ja. Aber ich baue schon mal eine Tür, um die dann gleich wieder zu verschließen. Dann lass uns mal klopfen wie die Bekloppten. So, 2x200, sehr schön. Können wir da nicht drüber springen? Geht das? Nein, geht nicht mehr leider. Okay, ich habe irgendwas auf meinem linken Es Ohr gerade, ging mal, das. ja, ich auch. Oh. Da habe ich auch gerade eben was gesehen. Wäre nicht schön, wenn wir jetzt gestört wären. Das ist halt echt der beste Fall gerade. Ja, wir haben es gleich geschafft. Jo. Rinder. Was magst du? Hunted. Achtung, Kevin. Hunted, ne, lass es hier nochmal raus. Dann lass es nochmal raus. Okay, dann laufen wir nochmal eine Ecke. Wobei, der könnte hinten dran sein. Tja, der ist hinten. Der ist an der Seite. Okay. Hast du eine Tür jetzt gebaut? Ja, das Problem daran ist, wir müssen erst hier an der Seite den Türrahmen noch rausknüppeln. Ach so. Der hat nochmal zwei Teile, A100. Jetzt unten, das ist nochmal das gleiche. Gut. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Dann rein mit der Tür. Verstärke die nochmal kurz. Die Fenster verstärke ich auch mal. Oh, hier liegt ein Backpack. In dem haben wir Shotgun Parts. Hast du noch eine Fackel? Ja. Hefte die ja doch mal irgendwo an der Wand. Oh, ein Green Tanktop. Da ich einen männlichen Charakter habe, verzichte ich da doch mal da lieber drauf. So, Fackel, 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 Fackel. Oh, Zombie war da jetzt rechts gewesen gerade. Die Frage ist, wollen wir die erstmal wegmachen draußen? Noch ist Zeit. Ja. Drinne, der ist drinne, komm raus, komm raus, komm raus. Ja, in dem Moment, als ich mein Wasserglas in der Hand hatte, war nicht sehr geschickt. Na, komm raus. Ah, Hopp. meine Axt ist so fast kaputt, das ist genauso wie schickt. Ich besorge mal kurz neue Stickies. Down. So kaputt. Oh, nix down. Steht wieder auf. Ja, weiter auf den Kopf. Bitte. Das hättest du mir auch mal früher sagen können. Jo, der ist tot. Hier an der Seite war noch einer. Den locken wir uns mal auf die Straße, würde ich sagen. Oh. Fuck, ich bin's dran. Und rauf. Tot. So, Mistvieh. wunderschön. So, was haben wir Hi. eigentlich da hinten drin? Das ist einfach bloß ein Hof, Ja. quasi. Da ist auch noch ein Eingang, aber nur lüftungsschachtmäßig. Okay, ne, ist kein Problem. Ich habe bloß gerade mal, weil ich da ein Auto, eine Karosserie dachte, gesehen zu haben. Ja,
Steht drin. Aber ist kaputt. Bist du mit drin? Nee, noch nicht. Ich hole mir gerade noch ein bisschen Holz, dass ich mir noch ein paar Äxte nachmachen kann, notfalls. Ah ja, das wäre vielleicht ganz So, jetzt angebracht, bin ne? ich aber auf dem Weg. Gut, dann mach du mal weiter und ich hole mir auch ein bisschen Holz lang. Das Interessante bei dem Spiel, man bekommt Holz, indem man einfach mit der Faust gegen den Baum schlägt. Kannst du auch deine Axt nehmen, Nein, dann wenn geht's du eine kaputt. hast. Möchte ich nicht. Die geht so oder so gleich kaputt. Ich nehme meine Fäuste. Okay, wir haben noch 3 Stunden. Wie viel Holz habe ich denn? 20, das muss reichen. Gut, ich komme wieder rüber. Mach mal die Tür auf. Häng die mal an die Wand, am besten. Wen? Die Achso. Fackel. Es war mit rechter Maustaste, hast du gesagt, oder? Ja. Jetzt, gut. Jo, haben wir tatsächlich einen Bunkereingang gefunden, ja? Perfekt für die erste Folge. Ja, so, und schon ist die Axt im Eimer. Oh, ich habe nichts mehr so viele Steine, sehe ich gerade. Ich habe gerade noch 8 Steine. Steine habe ich 78. Oh, Das naja. ist kein Problem. Dann mache ich mir gleich mal 2 Äxte. Steine, was machst du mit so viel Stein? Und jetzt sag jetzt nicht Äxte. Ja. Okay. Campfire. Okay, müssen wir jetzt alle 4 Platten aufmachen oder was? Nein, bloß die eine. Okay, und da wissen wir quasi 750 hat ihren Stärke. Also es ist quasi eine Stärkeeinheit. Genau. Hat auch Gott sei Dank nicht zwei Phasen wie ein Block, sondern das ist echt bloß eine Platte. Okay. Und darunter verbirgt sich eine Treppe. Wodurch wir zu einer Tür kommen, die wir dann auch aufknüppeln müssen. Ach, naja, hört sich ja gar nicht so schwer an, das Ganze. Das Schöne ist aber, wenn wir die Tür haben, sind wir auch schon drinnen. Ist ganz nett, aber was machst du jetzt hier gerade? Ich habe mich hingehockt, weil es schon 20 Uhr ist und nehme mal kurz meine Äxte alle runter in der Leiste. Ich habe mir gleich 3 gemacht. Ah. Weil das wird wohl eine Zeit dauern. Na denn, let's klopf. Ist zwar nicht gerade spannend, aber muss halt auch gemacht werden. So ist es. Dadurch hat sich mein Skill in Construction Tools schon auf Level 2 erhöht. Ich bin ein Tier. Ja, so ein Tier, das sogar meine Axt kaputt macht. Gut, klopfen wir mal weiter hier. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um circa 30 Minuten. Aber ich sehe Ja. erste Risse in der Platte. Ja. Also ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir schon Wir hinter haben uns. auch schon. Gott sei Dank. Also wer die Folge sieht, der denkt auch, wir sind bescheuert. Die kloppen 10 Minuten lang auf Holzplatten, auf Metallplatten ein. Muss aber gemacht werden. Du kannst übrigens auch die Maustaste gedrückt halten. Du musst dich dauerhaft klicken. Also, man merkt gerade, ich bin ja gerade ein bisschen sprachlos, weil ich klicke mir hier einen ab und nachdem die Platte ja schon mehr als die Hälfte durch ist, erzähle mir solche Geschichten. Ich hab's bloß gerade klicken gehört, deswegen Achso. ist mir das gerade mal eingefallen. Ja, das ist nett von dir. Bitte, immer Wirklich. wieder gern. Also, total. Es macht mir richtig Spaß. Ich habe keine Stamina mehr. Auch immer auf deine Stamina achten, desto mehr Schaden machst du im Endeffekt. Achso. Okay, dann müsste ich auch mal kurz pausieren. Habe ich jetzt noch Steine? Oh, ich habe noch 4 Steine. Da hast du noch 2 Äxte. Jetzt lohnt es sich so nicht so zu reparieren. Später reparieren ist einfach billiger. Ach, ja. So, ich bin wieder voll. Ich klopf mal weiter. Dann hör saufen auf. Na, noch 200 haben wir ja gleich geschafft. Jo, das ist 20 vor 10.
Müssten wir schaffen. Wenn auch knapp, aber... Ja, es wird richtig eng. Wir haben nämlich nur noch 14, 13 Minuten. Na, das werden wir nicht schaffen. Aber das Schöne ist, sobald wir drinnen sind, sind wir safe. Okay, wir haben es aber trotzdem gleich geschafft. Also wir werden das Risiko eingehen. Und weiter kloppen. Definitiv. So, jetzt hört man es an der Musik. Jetzt ist 10 Uhr, das heißt, die Zombies sind jetzt richtig gefährlich. Ab 22 Uhr rennen sie nämlich. Wie die Bekloppten. Wodurch sie, wenn du keine Stamina mehr hast, auch schneller sind als du. Oh, gleich durch, gleich sind wir durch. Sollen wir die Fackel dann mitnehmen nach unten? Am besten ja, oder? Okay. Oh. Kevin? Komm mal runter, ja. Ich bin unten. Hä? Ich bin unten im Loch. Nimm deine Fackel am besten in Hand. Ja, bei Moment. Uns ist es arschdunkel. Ich suche gerade das Loch. Bei mir ist kein Loch. Bei dir ist kein Loch, dann klopf noch mal ein bisschen drauf rum. Jetzt. Fackel in der Hand, bitte. Jo. Danke. Ja. Geh mal erstmal runter und dann gehe ich noch mal kurz hoch, mach eine Klappe oben drauf. Ja. Okay. Durch die Tür muss man uns da jetzt noch kloppen. Jo. Oder kann man kurz noch hoch leuchten, weil ich sehe ja eine Stelle. Ja, ja, komm ich ein Stück meine gegen Fackel noch. Mittlerweile schon verloren. Gut, dann sind wir zumindest hier schon mal im Bunker drinnen. Kloppen uns durch die nächste Tür. Aber mal schauen, vielleicht werden wir da auch so einen kleinen Schnitt dann irgendwann noch oder in der nächsten Folge dann erst damit anfangen, wenn wir schon drinnen sind, weil ich denke, das Gekloppe auf Dauer könnte wird dann schon ziemlich auf den Nerven gehen. Doch etwas langweilig werden. Definitiv. So, jetzt haben wir eine Klappe oben drin. Das heißt, wir sind dann nochmal safe einigermaßen. Kevin versucht sie noch zuzumachen. Ah, ja, ja, hat's hinbekommen. So. Haben wir eigentlich seine hübsche Frisur schon gezeigt? Komm mal runter. Bin noch da. Schicke Frisur. Aber du hättest dir zumindest mal was anziehen können. Ja, tut mir leid. Kann ich ja mal schnell nachholen. So. Zack. Fackel rangetackert. Was ich jetzt erstmal machen werde, ich werde uns jetzt erstmal zwei Schlafsäcke craften. Aus dem ganz einfachen Grund sollten wir sterben wegen Hunger, Durst. Weil bei mir sieht es nicht mehr ganz so rosig aus. Spawnen wir wenigstens wieder hier unten. Das wäre sinnvoll natürlich, ne? Definitiv. Sollte man vielleicht mal sagen dazu, Schlafsäcke craftet man aus... Was ist so ein Geier, ein Minibike sieht? Du kannst dir hier ein Minibike bauen. Ah ja, okay. Also, Schlafsäcke craftet man aus... Also man braucht dazu auf jeden Fall Cotton, also Baumwolle. Und dementsprechend dann noch einmal daraus Close Fragments. Dafür braucht man 10 Stück. Und dann kann man einen Schlafsack dementsprechend craften. Magst du jetzt zwei? Ja, ich habe zwei gemacht. Ich schmeiß sie einen hin, einfach mit E aufheben. Ja, so nett ist er. Er schmeißt eine einfach hin. Jo. Platzieren. Ja, die Tür wird wohl... Die ganze Nacht dauern. Werden wir uns da ein bisschen mit der Tür beschäftigen, soweit wir noch Äxte auch haben, würde ich sagen. Ja. Wie lange geht die Folge jetzt? Gut 20 Minuten. Ich würde sagen, da machen wir einfach auch ein kleines Folgenpäuschen. Werden uns durch diese Tür kloppen und sind dann in der nächsten Folge. Bitte? Und sehen es wieder, wenn wir durch sind, oder? Genau. Dann in der nächsten Folge, wenn wir dann wieder da sind und durch sind, sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da oder auch ein Abo. Würden wir uns freuen, während meine nächste Axt im Eimer ist. Jo, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüssi.